ich hüpfe jetzt einmal schnell rein, um meine ersten 10 Tage im Oktober abzurechnen. Ups, wir haben heute den 11. Ich habe heute das erste Mal wieder frei. Ich musste ja jetzt ein bisschen mehr arbeiten, weil mein Arbeitskollege sich verletzt hat. Der ist jetzt aber wieder da. Dadurch hat aber hier einiges, also nicht alles, aber einiges war jetzt nicht ganz so, wie ich das gern gehabt hätte. Also ich bin hier zum Beispiel nicht so wirklich nachgekommen. Ich habe das aber diesen Monat das erste Mal so gemacht, dass ich Lebensmittel bestellt habe für 10 Tage. Also ich habe mir ja den Monat eingeteilt in jeweils 3 mal 10 Tage und ich bestelle dann immer, bis auf die Sachen, die ich wirklich frisch brauche, bestelle ich die Lebensmittel, um mir die Rennerei zu sparen. Ich habe nach der ersten Bestellung die Rechnung auch ausgedruckt, weil ich die eigentlich zeigen wollte. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die ist. Inzwischen habe ich so viele Sachen für den Urlaub ausgedruckt, dass meine blaue Patrone leer ist. Und der Drucker druckt jetzt nicht mal mehr in Schwarz-Weiß, sondern ich bekomme nur die ganze Zeit die Fehlermeldung, dass er die Druckerpatronen nicht erkennt, also die blaue, die ja leer ist. Ich habe jetzt neue bestellt. Die sind noch nicht da. Ich kann also die Rechnung jetzt hier nicht zeigen. Ne? Ist wieder richtig gut gelaufen. Ich habe auch jetzt wirklich, ich habe jetzt nicht mehr die Nerven gehabt, da ewig nachzusuchen. Die lag mal hier irgendwo, die ist jetzt nicht mehr da, jetzt ist sie halt nicht mehr da. So, ich weiß aber noch, also die Rechnung, wenn ich bei Hofer bestelle, die sind halt am Handy doof zu zeigen, weil die von Roksch, die heißen Roksch, ne? Hofer liefert ja nicht selber, die haben ja so einen komischen Lieferdienst. Und die Rechnungen sind so komisch und alle mit Bilder. Ich finde die doof. Deswegen hatte ich die ausgedruckt. Ist auch egal. So, ich weiß jedenfalls, was ich ausgegeben habe. So, das war Tag 1 bis Tag 10. Und ich sag mal jetzt, ich weiß das Datum, habe ich zum ersten bestellt. Erst 10. Verhofer für 93,75 €. Wir haben auch tatsächlich noch relativ viel da gehabt. So, dann habe ich vergessen, euch näher ranzuholen. So. Und falls ihr dieses komische Gequietsche hört, das ist ein Güterzug, der hier in der Nähe vorbeifährt. Dann war ich am 1.10. bei Action. Denn ich habe noch einen ganzen Stapel Putzmittel geholt. Die hole ich ganz gerne da. Die gibt es auch, glaube ich, sonst nicht. Also ich hätte es, glaube ich, in Wien noch nicht woanders gesehen. Ich kann mich jetzt vertun. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, das war ein Putzmittel für 20,43 Euro. So. Dann war ich am 7.10. bei Hofer und habe Schulsemmeln geholt. Bananen brauchte ich neue, ein bisschen Milch und Käse. Für 19,66 €. So, das war das. Das rechne ich jetzt kurz zusammen. Das sind 93,75 plus 20,43 plus 19,66 €. 133,84 €. Und ich bin tatsächlich unter meinem Budget geblieben. Das, also, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht mal wirklich richtig vernünftig erklären. Ich hatte halt nur die ganze Zeit das Gefühl, ich habe so viel Lebensmittel zu Hause. Ich muss nicht ins Geschäft gehen. Und je länger ich das geschafft habe, nicht ins Geschäft zu gehen, desto besser hat sich das angefühlt, weil ich den ganzen Mist nicht nach Hause schleppen musste, den ich ja sonst immer schleppe. Und ich fand das echt gut. Also es hat gut funktioniert. So, auch wenn ich es jetzt schriftlich nicht so wirklich schön festgehalten habe, diesen Monat, weil dazu hat mir einfach die Zeit gefehlt irgendwie. Das waren die ersten 10 Tage. So, heute ist der 11. Also bei mir haben jetzt die zweiten
10 Tage angefangen, also Tag 10 bis 20. Ich habe noch nicht bestellt, denn wir haben tatsächlich noch genug da, dass ich jetzt Samstag für Montag bestellen kann. Ich war nur heute Morgen einmal kurz bei Billa. Ich habe von Oels das Mischbrot geholt. Mein Sohn und mein Mann essen das als, also, und das ist, ich finde das unverschämt teuer. Im Prinzip ist das eigentlich nur Toastbrot, ne? 4,29 € eine Packung. Mein Sohn steht da im Moment total drauf. Also machen wir das jetzt mal. So, und dann war ich eigentlich nur bei Hofer, denn Hühnerfilet-Schnitzel waren im Angebot für, genau, 7,99 € ein Kilo. Davon wollte ich eine Packung holen. Und dann habe ich noch Roggenbrot mitgenommen, das war runtergesetzt. Champignons, die runtergesetzt waren. Eine Cola Light. Kartoffeln brauchte ich jetzt fürs Wochenende und dann ein bisschen was zum Knabbern und Milch. Also es war jetzt, ne, das war wieder so typisch, ich gehe ins Geschäft und kaufe mehr, als ich brauche. Aber die Schnitzel, wenn ich die online bestelle, dann gibt es ja diese Angebote nicht. Online bei Hofer. Bei anderen Geschäften geht das. Bei Hofer geht das nicht. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel bestelle und die sind schon alle weg, dann bekomme ich die zum Normalpreis, ohne dass ich das weiß. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe selber und hole die Sachen. Also das kommt in die nächsten 10 Tage mit rein. Die lasse ich jetzt noch hier drin liegen. Die ersten 10 Tage liefen wirklich richtig gut. So. Zumindest was das Geld ausgeben anging. So, ich drehe euch jetzt nochmal hoch. So. Und dann. Ach, hier. Die wollte ich. So. Dann habe ich aber. Das hatte ich letzten Monat schon abgerechnet, ne? Das noch nicht. Das ist in der Summe auf jeden Fall. Thalia war noch ein Buch. Die Fahrkarten. Dann hat meine Tochter Bescheid. Habe ich das hier irgendwo liegen? Warte, ich mache euch mal ein bisschen gerade. Meine Tochter fährt mit der Schule nach Irland nächstes Jahr im Mai. Und tatsächlich. Moment, ich muss mal schauen, dass hier keine Namen stehen oder sonst irgendwas. So, also meine Tochter fährt nach Irland. Das ist ein Erasmus-Projekt. Das heißt, die kompletten Kosten werden von der EU übernommen. Das Einzige, was wir hier Kosten werden von der EU übernommen. Taschengeld für Lunch müssen die mitnehmen. Die wohnen im Hotel. Und das Hotel hat Frühstück und Abendessen, aber für Lunch und sonstiges Taschengeld, das müssen wir mitgeben. Also Flüge und Unterkünfte werden bezahlt, finde ich total gut. Das Programm ist super nett. Also meine Tochter ist voll von den Socken. Da warte ich jetzt nochmal, ob hier irgendeine Summe kommt. Das wird halt hier von dem Schulbudget abgezogen. Mein Sohn theoretisch würde nach Triest fahren. Und mein Sohn hat sich aber dagegen entschieden. Aus Gründen. Ja, ist auch egal. Mein Sohn möchte nicht mitfahren. Was haben wir hier noch? Die Sache muss ich noch von den Kleidungssachen abziehen. Und ich habe, genau, das muss ich auch mal eben nachschauen. Ich habe mir für den Urlaub bei H&M noch eine Hose und drei Oberteile gekauft. So. Ja, das habe ich schön geschrieben. Für 66,40 €. So. Also das waren vier Kleidungsstücke für 66 €. Ich glaube, das war so ein Member Verkauf, wo man 20% auf die gesamte Bestellung bekommen hat. Und ich habe sowieso nicht mehr so viel Oberteile. Teilweise, also ich habe vorgestern so einen Rückblick auf dem Handy gehabt und das Oberteil, das ich da anhatte,
Das war auf einem 10 Jahre alten Foto drauf. Ich meine, es ist halt super gut gehalten. Es sieht auch nicht aus, als wäre es 10 Jahre alt. Aber es ist halt schon echt alt. So, deswegen habe ich mir mal ein bisschen was Neues gegönnt. Das muss also auch hier noch mit abgerechnet werden. Mein Sohn hat, glaube ich, alles. Mein Sohn hat auch gerade im Moment 2 Paar Schuhe, aber meine Tochter eben nicht. Aber meine Tochter ist der felsenfesten Überzeugung, ihre Converse reichen. Und ist auch nicht schlimm, wenn die jetzt nass werden im Winter. Da bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt von. Da schauen wir vielleicht nochmal. Aber das sind hier halt auch so Sachen. Ich glaube, das mache ich erst im November, dass ich das hier alles abziehe, weil ich nicht weiß, was ich jetzt noch kaufe. Ich weiß auch nicht, ob vorher von der Schule jetzt noch irgendwie noch Informationen bekommen, wie viel Taschengeld wir mitgeben sollen. Ja, also das Schulbudget und das Kleidungsbudget, ich schreibe das hier auf. Es ist aber noch nicht ganz fertig zum Abrechnen. Dann muss ich hier, das muss ich dann auch noch mal kurz vorm Urlaub fertig machen, denn ich habe natürlich jetzt noch Krimskrams gekauft, Adapter für die Steckdosen. Hatte ich nämlich noch nicht, also einen, den man in Großbritannien benutzen kann. Dann für die Handys so Schlaufen, weil mein Sohn vor allen Dingen so ein Talent hat, sein Handy andauernd fallen zu lassen. Das muss jetzt da im Urlaub nicht so dringend sein. Ich habe mir auch eins bestellt. Die sahen auf dem Foto von Amazon echt anders aus. Mag ich gar nicht so Gold. Habe ich versucht, meiner Tochter anzudrehen. Die mochte das auch nicht so gerne. Aber ich habe die jetzt gekauft. Ich benutze die jetzt auch im Urlaub. Und eine Powerbank haben wir noch gebraucht. Dann haben wir 2 für 3 Handys, wenn wir tagsüber unterwegs sind. Das waren... Muss ich nochmal bei Amazon gucken. Ne? Aber ich glaube, das waren auch ungefähr 30 oder 40 Euro. Das wird auf jeden Fall hier noch reinkommen. So, darf ich nicht vergessen. Muss ich hier auch nochmal dazu schreiben. So, das ist das. Also das habe ich ausgegeben. Dann habe ich noch mehr ausgegeben. Ich habe jetzt letzte Woche von der Arbeit meine Überstunden ausbezahlt bekommen vom letzten Quartal. Das war auch ganz nett. Kann ich jetzt gut gebrauchen. So, das ist hier meins zum Einkaufen. So, Airbnb und Flüge sind bezahlt. Taxi zum Flughafen hier in Wien. Ich habe tatsächlich immer noch nicht geguckt. Oystercard weiß ich auch nicht. Nehme ich die Oystercard oder zahle ich mit Kreditkarte? Bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. So, und dann... hatte ich ja nachgesehen, damit wir den Zug erwischen, mit der uns zurück zum Flughafen bringt, müssten wir eigentlich ein Taxi nehmen. Und wenn ich jetzt online schaue und ein Taxi reserviere in London, dann zeigt mir das eben knapp, also es sind knapp 90 Euro. Und dann habe ich aber vorsichtshalber, weil ich gesehen habe, dass Flughafenhotels äußerst günstig sind. Ich hoffe, hier steht jetzt nicht mein Name drauf. Doch, ich muss das mal so machen. Also hier, ne? Hotel am Flughafen direkt. Habe ich jetzt mal reserviert. 55 Pfund für uns 3 für eine Nacht. Also, wir werden wahrscheinlich an unserem letzten Tag nicht im Airbnb, also wir würden im Airbnb übernachten und müssten so um 3:30 uns schon vom Taxi abholen lassen. Wir müssen ungefähr 1 Stunde fahren mit dem Taxi. Zumindest zeigt mir das diese Taxi-Seite so an. Ungefähr 1 Stunde Fahrt bis zu dem einen Bahnhof, wo wir hin müssen. Und das für knapp 90 Euro.
Oder wir bleiben halt den ganzen Tag so lange wie möglich im Airbnb und machen uns auf den letzten Drücker, also der für uns jetzt so möglich ist, auf dem Weg zum Flughafen und übernachten eben für 55 Pfund am Flughafen und sind morgens vor allen Dingen ohne Stress direkt da. Da fährt so ein Shuttle alle 10 Minuten und der braucht auch nur 10 Minuten bis zum Flughafen. Deswegen habe ich, habe ich Flughafenhotel reserviert, ist auch schon bezahlt. Könnte ich zur Not noch stornieren. Aber ich denke, wir übernachten am Flughafen. Ich habe auch schon die Besitzer von dem Airbnb angeschrieben, ob das eventuell vielleicht möglich ist, dass wir halt zur normalen Zeit auschecken. Das würde ja auch gehen. Und wir die eine Nacht, die letzte, nicht mehr bezahlen. Ich weiß nicht, ob die das machen. Die haben gesagt, sie schauen, wie das vermietet ist. Wenn nicht, ist halt nicht, ne? Das war dann meine eigene Doofheit. Hätte ich auch vorher nachschauen können, habe ich aber nicht. Werde ich überleben, wenn es so ist, weil das Flughafenhotel ist immer noch billiger als das Taxi. So, dann, was ich noch gekauft habe, ist der Zug vom Flughafen nach London rein und zurück. Das waren 72 Pfund, glaube ich. Also für 3 Personen jeweils hin und zurück. So, was wir noch haben. Sky Garden haben wir reserviert, die Karten, weil da wollten wir gerne hin. So. Was haben wir noch? Science Museum haben wir Karten. Da wollten meine Kinder halt gerne hin. Es sah auch ganz gut aus. Also mein Sohn und meine Tochter mögen sowas beide ganz gerne. Und dann haben wir Naturhistorisches Museum. Da haben wir die Karten schon für. Und warte, hier steht auch mein Name drauf. So. Und dann das Britische Museum. Da haben wir auch Karten für. So, jetzt warte ich noch, ob ich Harry Potter Karten kaufen kann. Kann man ja über Mastercard, aber halt frühestens 5 Tage vorher. Da weiß ich jetzt also noch nichts. Aber ich habe jetzt eben mein Urlaubsbudget ein bisschen hochgeschraubt, auch dank der Überstunden, die ich ausbezahlt bekommen habe. Also ich lasse hier jetzt 2.500 Euro stehen. Wäre schick, wenn da einiges von übrig bleibt. Wir sind ja schon bei 1.500, 1.600 mit Hotel und Taxi oder sagen wir 1.650 und die Oystercard, ja, ja, also. Aber ich nehme jetzt als Budget 2.500 Euro. Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. Also ich werde so viel wie möglich auf mein Kreditkartenkonto verschieben. Und da kann ich direkt online in Pfund umtauschen. Und ja, es ist jetzt erstmal so geplant. Da kommt bestimmt noch einiges dazu. Bei den Lebensmitteln sind wir hier. Ich werde jetzt am Wochenende für den 14. bestellen. Dann komme ich, denke ich, auch ganz gut hin, bis wir wegfahren. Am 24. fahren wir ja und das restliche Budget, das ich für Lebensmittel habe, das landet quasi hier, weil wir ja ein Airbnb haben und selber kochen. So, das lasse ich mal hier, das lasse ich mal hier, das lasse ich mal hier. Die haben ja auch schon geschmökert. Es gibt ja so viel, ne? Ich habe halt das Gefühl, da ist so viel, was ich gerne sehen würde. Ich glaube, ich muss da nochmal hinfahren. So, das ist das. Einchecken muss ich auch noch. Das wollte ich auch noch jetzt am Wochenende machen. Das darf ich nicht vergessen. So, und dann kommen wir mal zu dem, was wir so
gegessen haben. Also auch wenn ich jetzt hier nichts eingetragen habe. Also ich habe tatsächlich meine Wohnung sauber gemacht. Ich habe auch, wir haben gegessen. Ich habe auch eingekauft. Ich habe halt jetzt nur gerade die Rechnung nicht mehr. Das habe ich jetzt auch nicht abgehakt. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hier hat mein Mann Essen gemacht, weil der hatte ja frei. Dann gab es Hühnerschnitzel, Chicken Ribs, das Übliche, ne? Und dann, wo man Hühnerbrust und Gemüse, alles auf eine Platte und ab in den Ofen und gegrillt und Kartoffelgulasch. Aber es ist halt wieder typisch, Anja muss arbeiten und wenigstens habe ich frisch gekocht. Immerhin. So. Diese Woche war mein Mann auch wieder Montag, Dienstag, Mittwoch zu Hause und Montag gab es Brathuhn. Er hat so gefülltes Brathuhn gemacht und dann mit Semmelknödeln dazu. Das war super lecker. Dann Dienstag hatte mein Mann sich Interspar bestellt und hat auch irgendwas zum Kochen mitbestellt, was nicht geliefert worden ist. Also gab es Fertigpizza. Da war mein Mann wieder schwer begeistert. Das ist auch ein Grund, warum ich bei Interspar nicht mehr mitbestelle. Wir haben das ja eine Zeit lang gemacht, dass wir Anfang des Monats immer beide bestellt haben. Aber inzwischen kann man bei Interspar zum Beispiel die Eigenmarke von der Milch, die günstige, die kann man nicht mehr online bestellen. Im Geschäft kaufen schon, aber nicht mehr online. Und genauso beim Toilettenpapier und Küchenrolle. Also die ganzen, oder nicht die ganzen, aber ganz, ganz viele von den Eigenmarkensachen kann ich nicht online bestellen. Obwohl das bei Billa zum Beispiel geht. Bei Interspar nicht. Also bestelle ich nicht mehr mit. Finde ich total doof. Außerdem liefern die auch, also die haben oft Sachen nicht dann lieferbar da, wenn wir die bestellen. Mein Mann ist aber sehr tapfer, der bestellt da immer noch. Vor allen Dingen Getränke halt. So, die Lieferung kam, da hat was gefehlt. Gab also Pizza. Mittwoch haben wir hier mit den Resten vom Huhn haben wir Chicken Pot Pie Suppe gemacht. Das ist im Prinzip ist das so eine etwas cremige Kartoffelsuppe. Da waren Erbsen und Möhrchen drin und eben Hühnerfleisch, die noch von dem Hühn waren. Die war super lecker. Ich habe gestern Butter Chicken. Ich habe sogar rausgelegt. Genau. Hier. Ich habe dieses Butter Chicken gestern gemacht. War super lecker. Hätte ich mich reinsetzen können. Also sogar mein Mann hat das gegessen. Er ist da sonst nicht so der Fan von, aber ich habe es extra ein bisschen weniger scharf gemacht. Super, super lecker. Heute mache ich Graupensuppe mit Würstchen und Kartoffeln, denn meine Kinder gehen nach der Schule mit Freunden noch essen. Also die gehen jetzt natürlich nicht großartig essen, sondern holen sich einen Döner oder so. Aber das, die machen das jetzt nach der Schule, dass sie noch so ein Stündchen da zusammen so rumsumseln und dann nach Hause kommen. So. Deswegen gibt es Graupensuppe. Mein Sohn wird hier bestimmt heute Abend noch essen. Meine Tochter bezweifle ich. Aber wer weiß. So, dann mache ich morgen diese Suppe. Thailändische Erdnusssuppe. Da habe ich vorhin Süßkartoffeln vergessen. Ich habe noch auf dem Hinweg gedacht, dass ich Süßkartoffeln mitnehmen kann, weil dann kann ich die Suppe direkt morgen früh machen. Habe ich vergessen. Muss ich morgen noch mal Süßkartoffeln holen, aber es ist jetzt nicht so das Problem. Und dann für Sonntag wahrscheinlich so Stroganoff Cottage Pie. Da hätte ich nämlich auch, also Stroganoff unten und oben drüber Kartoffelpüree und dann überbacken. Da habe ich voll Bock drauf. Das wird es geben. Ja, so, und ansonsten bin ich jetzt natürlich froh, dass ich fertig gearbeitet habe, dass mein Kollege wieder da ist. Wir sind jetzt hier. Da. Also ich habe jetzt Ich habe jetzt 2 Tage frei und da muss ich 4 Tage arbeiten. Und meine Kinder schreiben noch ihre ganzen Schularbeiten. Hatte ich doch hier auch irgendwo so ein Zettel. Ja, genau. So. So, Kinderschularbeiten. So ein bisschen so Lernplan. Also nicht, dass wir jetzt hier dann jeden Tag sitzen und stundenlang lernen. Aber wenn meine Tochter jetzt zum Beispiel
Mathe-Hausaufgaben hat, dann machen wir die heute zusammen. Also so, dass ich da... Wir haben hier so eine auf dem Teppich so ganz viele große... Oder wir haben große Kuschelkissen. Wir legen uns bei sowas gerne auf den Bauch, auf den Teppich. Und ich mache dann irgendwas und sie macht ihre Hausaufgaben. Und ich kann halt immer wieder einen Blick drauf schmeißen. Und wenn sie Fragen hat, können wir das sofort erklären. Und wir üben auch ein bisschen. Und genau dasselbe bei meinem Sohn mit Deutsch. Der wird jetzt Hausaufgaben mitbringen, weil sie ja die Schularbeit schreiben. Und dann lege ich mich daneben. Und wenn er Fragen hat, können wir sofort schauen. Ich kann immer so einen Blick rüberschmeißen und gucken, wie die Hausaufgaben so laufen. Also wir machen jetzt hier nicht so mega, mega Lernsessions. Aber das sind so jetzt die Tage, an denen wir uns kümmern müssen. Weil Deutsch und Mathe. Und dann kommt direkt am Tag, bevor wir fliegen, Mathe, Englisch. Und dann sind meine Kinder in der Schule entschuldigt. Und wir fliegen. Die vier Arbeiten, die müssen wir jetzt noch schaffen. Das ist auch noch so ein bisschen was, was wir jetzt noch vor uns haben. So, also das war es eigentlich schon. Budget hat gut geklappt. Ich habe jetzt auch keine Zweifel, dass die nächsten 10 Tage gut klappen, weil wir eigentlich wirklich immer noch genug da haben. Ich muss jetzt nur noch die nächste Woche die 4 Tage Arbeiten überstehen. Dann habe ich vor dem Urlaub noch ein bisschen frei. Ich kann in Ruhe hier noch ein bisschen sauber machen, alles waschen, Koffer packen und dann machen wir uns auf die Socken. Meine Kinder sind fertig mit den Schularbeiten. Wir haben hoffentlich alles im Griff, was damit zu tun hat mit den Schularbeiten. Und wir sehen uns dann ganz kurz vorm Urlaub, melde ich mich nochmal. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.